Ja, hallo. Ich versuche euch mal in aller Kürze das Wesentliche zu erzählen zum Flipped Classroom oder zum Inverted Classroom. Die beiden Begriffe werden synonym verwendet. Der Begriff Flipped Classroom, der stammt eher so aus dem schulischen Bereich vielleicht. Bergman und Sams sind zwei Autoren, die den Begriff Flipped Classroom stark geprägt haben. Im universitären Bereich wird in der Regel der Begriff Inverted Classroom verwendet, aber eigentlich sind beide synonym. So. Worum geht es beim Flipped Classroom oder Inverted Classroom? Ich versuche es mal am Traditional Classroom zu erklären, also letztlich an der traditionellen Vorlesung. Wie funktioniert die traditionelle Vorlesung? Es kommen zahlreiche Menschen, Studierende, zusammen im Hörsaal, um einem Vortrag zu folgen. Ja? Also es gibt einen Dozentenvortrag und alle kommen zusammen und hören sich den Vortrag an. Und gehen anschließend nach Hause und beschäftigen sich dort beispielsweise mit vertiefenden Aufgaben, üben die Inhalte, versuchen es nochmal nachzuvollziehen. Dieses Modell hat einige Nachteile. Ein Nachteil ist beispielsweise die Aufmerksamkeitsspanne, die in der Regel nicht so lang ist wie der Vortrag. Ja? Also 90 Minuten Aufmerksamkeit ist schwierig, man hängt dann irgendwann mal ab, passt nicht mehr auf. Und wenn man einmal ausgestiegen ist, ist es oft schwierig, wieder reinzukommen. Also wenn ich mal irgendwas nicht verstanden habe, ich bräuchte eigentlich Zeit, um das nochmal zu durchdenken, dann geht der Vortrag aber vorne gnadenlos weiter. Und naja, manchmal habe ich dann eben keine andere Möglichkeit, als mitzuschreiben und zu versuchen, das zu Hause nochmal nachzuvollziehen. Ein weiterer Nachteil ist, naja, warum soll ich denn eigentlich, oder ist das nicht eigentlich verschenkte gemeinsame Zeit, wenn Menschen zusammenkommen, extra den Aufwand auf sich nehmen, zusammenzukommen und dann hinzusetzen und sich gemeinsam in den Rezeptionsmodus zu versetzen. Ja? Also eigentlich wäre es doch schöner, wenn man miteinander was tun würde, wenn man zusammenkommt. Und ein weiterer Nachteil ist die Aktivität alleine zu Hause. Die ist in der Regel dann natürlich unbegleitet. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, jemanden zu fragen mal oder wenn ich mit einer Aufgabe nicht weiterkomme, um Hilfe zu bitten oder mich mit anderen auszutauschen darüber, ja, sondern ja, wenn ich jetzt nicht gerade in der Lerngruppe zusammensitze, dann bin ich eben damit allein gelassen. Im Flipped oder Inverted Classroom wird das Ganze umgedreht. Das sagt ja auch der Begriff Flipped oder Inverted. Ja. Der Input wird alleine zu Hause in Vorbereitung auf die Präsenzveranstaltung aufgenommen. In der Regel in Form von Vorlesungsvideos. Also, die Studierenden schauen sich zu Hause alleine die Vorlesungsvideos an, können dabei auch stoppen, zurückspulen, nochmal anschauen, Pause machen, morgen weitermachen und so weiter. Also, im eigenen Tempo beschäftigen sie sich mit den Inhalten zu Hause in Form von Vorlesungsvideos und kommen dann gemeinsam in der Präsenzveranstaltung zusammen, um miteinander in Interaktion zu treten. Und zwar nicht nur miteinander, sondern auch gemeinsam mit dem Dozenten. Also, um Fragen zu klären, nochmal vertiefte Aspekte zu besprechen, gemeinsam Aufgaben auszuführen und so weiter. Die Idee ist überhaupt nicht neu. Ja, also hat man immer schon gemacht, dass man in Seminaren beispielsweise gesagt hat, bitte lesen Sie den Text in Vorbereitung auf die Seminarsitzung und dann kommen wir alle zusammen und wir besprechen die Inhalte des Textes dann in der nächsten Veranstaltung. Der Begriff Flipped oder Inverted Classroom ist jetzt stark aufgekommen durch die Möglichkeit, Videos zur Verfügung zu stellen. Das ist einfach möglich heutzutage, Videos zu produzieren und anderen zur Verfügung zu stellen. Und naja, die Vorbereitung mit Video hat schon mal noch mal eine andere Qualität als die Vorbereitung mit Text, weil letztlich das Video natürlich exakt die Situation im Hörsaal wiedergibt. Ja, also der Dozent, der einen Vortrag hält, exakt dieses Halten des Vortrags kann auf Video festgehalten werden und dann auch zu Hause einmal oder mehrmals angeschaut werden. So. Flipped Inverted Classroom, in der Regel videobasierte Vorbereitung, kann aber natürlich auch anhand von Texten oder anderen Materialien erfolgen. Gut, schauen wir uns jetzt erstmal die Vorbereitungsphase an, also Vorbereitung Input per Video. Was muss man als Dozent beachten? Ja, man muss erstmal Videos zur Verfügung stellen natürlich und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich mit meinen Mathematikvorlesungen mache es beispielsweise so, dass ich an der Tafel schreibe, also nicht mit dem Rechner, sondern ich schreibe mit Kreide an der Tafel und ein studentischer Mitarbeiter steht im Hörsaal und zeichnet das Geschehen vor der Tafel per Videokamera auf. Okay, dann wird es geschnitten in kleine Teile, kleine sinnvolle, inhaltlich sinnvoll zusammenhängende Teile, ne? Weil man sich halt lieber 4-15-minütige Videos anguckt als ein 60-minütiges. Und die werden dann beispielsweise auf YouTube hochgeladen. Wenn man jetzt
YouTube nicht verwenden möchte, kann man auch das Intranet verwenden, vielleicht der Hochschule, das Learning Management System, das einem zur Verfügung steht, oder man gibt die Videos auf CD oder DVD raus. YouTube ist eben eine einfache Möglichkeit, das Ganze auch weltöffentlich zu verbreiten. Natürlich muss man aufpassen mit Urheberrechten und so weiter, wenn man beispielsweise PowerPoint-Folien zeigt und dann da Bilder verwendet. Da darf man nur Bilder verwenden, die urheberrechtlich natürlich auch in Ordnung sind. So. Genau, wenn man Folien verwendet, bietet sich aber auch noch was anderes an, eben nicht per Videokamera aufzuzeichnen, sondern das Ganze per Bildschirm-Videoprogramm aufzuzeichnen. Das heißt, man zeichnet einfach alles auf, was am Bildschirm passiert, und zusätzlich wird das Audiosignal aufgezeichnet und das Ganze kann dann hochgeladen werden, ebenfalls als Video. Das kann man dann zum Beispiel auch zu Hause machen, so wie das, was ich jetzt gerade hier auch mache. Ich sitze zu Hause an meinem Schreibtisch, zeige einen Vortrag auf meinem Rechner, das wird auf dem Bildschirm aufgezeichnet und ich spreche dazu. Man kann auch hier, wie man hier rechts unten jetzt sieht, auch einen Stiftcomputer verwenden und schreiben und dieses Schreiben aufzeichnen, parallel dazu sprechen. Es hat sich bewährt, dass man Studierenden nicht nur den Auftrag gibt, Videos anzuschauen, sondern dass man sie auch durcharbeiten soll. Das Problem beim Videoschauen ist, dass die Gefahr besteht, dass es oft oberflächlich passiert. Man schaut sich das Video an, beiläufig, während man bügelt, kocht, strickt oder sonst irgendwas anderes tut, auf Facebook chattet. Insofern ist es sinnvoll, dass man die Studierenden anleitet oder ihnen Strukturen vorgibt, sich intensiver mit dem Video zu befassen. Und eine Strategie, die Verarbeitungstiefe zu erhöhen, ist, dass man Worksheets ausgibt. Das sind Lückentexte, wenn man so will, die Studierenden sich ausdrucken, nebenhinlegen und während sie das Video schauen, ausfüllen. Genauso wie wenn sie im Hörsaal sitzen und dem Vortrag folgen und einen Mitschrieb machen, ist das die Möglichkeit, zu Hause beim Videoschauen einen strukturierten Tafelanschrieb durchzuführen. Ja, also sie kriegen ein Worksheet, sie schauen das Video und füllen das parallel aus. Manchmal gibt es auch Aufgaben, die darüber hinausgehen, nochmal zum weiteren Nachdenken anregen. Es gibt ein Feld, bei dem sie Fragen aufschreiben können. Und das Ganze dient natürlich dazu, dass sie einen Mitschrieb haben, auf den sie beispielsweise in der Präsenzveranstaltung zugreifen können. Man will ja nicht immer in die Videos reingucken, um nochmal was nachzuvollziehen, sondern da schaut man dann in seinen Mitschrieb rein, den kann man schneller scannen. Eine weitere Möglichkeit ist, Quizaufgaben zur Verfügung zu stellen, also dass die Studierenden beispielsweise, nachdem sie ein Video angeschaut haben, erstmal angehalten werden, ein Quiz durchzuführen, um sich selbst zu kontrollieren, zu überprüfen, bevor sie weiter fortfahren und das nächste Video anschauen. Eine einfache Möglichkeit der Erstellung von Quizaufgaben ist beispielsweise learningapps.org. Das ist eine Plattform, bei der man solche Quizaufgaben erstellen kann und in andere Plattformen einbinden. Oft erlauben aber auch die Learning-Management-Systeme wie Moodle beispielsweise, Quizaufgaben zu erstellen. Ja, da muss man einfach mal schauen, welche Möglichkeiten man selbst da zur Verfügung hat. Ja, also Vorbereitung, Input in der Regel mit Videos und Worksheets und Quizaufgaben. Und die Studierenden bereiten sich vor auf die Präsenzveranstaltung für die gemeinsame Aktivität. So, wie soll man das jetzt gestalten? Wie gestaltet man jetzt hier die Präsenzveranstaltung? So, in der Regel wird man im Flipped Classroom folgendermaßen beginnen mit einer Fragerunde. Also ich komme in den Hörsaal und sage zu den Studierenden, nehmen Sie sich nochmal die Worksheets raus, schauen Sie sich an, versuchen Sie nochmal nachzuvollziehen, was da gemacht wurde zu Hause, machen sich alles präsent und anschließend besprechen wir Fragen. Dann machen wir eine Fragerunde, wo die Studierenden, ihre Fragen nochmal stellen, wo wir nochmal vertieft bestimmte Aspekte besprechen können. So. Das geht aber natürlich nicht 90 Minuten, sondern dann hat man letztlich einen großen Zeitraum zur Verfügung, in dem man ja methodisch vielfältig agieren kann. Also man hat jetzt sich einen Raum geschaffen für Methodenvielfalt. Und jetzt kann man sagen, okay, was mache ich denn mit 100, 200, 300 Leuten in einem Raum? Da kann ich doch gar nichts anderes machen, als einen Vortrag zu halten. Das stimmt nicht. Da gibt es zahlreiche Großgruppenmethoden, die man anwenden kann. Und in der Regel wird man eben in einer solchen Sitzung mehrere Großgruppenmethoden anwenden. Eine Möglichkeit ist eine Think-Pair-Share-Phase. Man gibt eine Aufgabe, die die Studierenden alleine durchdenken, dann mit den Nachbarn besprechen und schließlich ihre Lösungen ins Plenum einbringen und gemeinsam die Lösung diskutieren. Aktives Plenum ist eine Methode, bei der die Studierenden die Diskussionen und die gemeinsame Aufgabenlösung selbstständig gestalten. Der Dozent sitzt hinten und begleitet das Ganze und überwacht sozusagen die Situation und gibt Tipps und Hinweise.
Gruppenarbeiten kann man durchführen lassen. Man gibt Aufgaben den Studierenden in Dreier-Vierer-Gruppen. Im Hörsaal kann man das schon durchaus so arrangieren. Gemeinsam Aufgaben bearbeiten und anschließend wird das Ganze ins Plenum eingespeist. Man kann Hörsaalspiele durchführen oder man kann beispielsweise auch mal wieder einen Vortrag halten, dass man sagt, ah, es gibt irgendwas, das wurde im Video nicht gut oder ausreichend erklärt. Da muss ich nochmal einen Vortrag halten. Auch das kann man zwischendurch mal machen. Also Abwechslung reinbringen. Ne? Abwechslung motiviert, die Aufmerksamkeit wird aufrechterhalten und die Studierenden sind in die Aktivitäten stärker involviert. Ja, also das Ganze wird studierendenzentriert auf einmal, diese 90 Minuten Präsenzveranstaltung, weil die Studierenden Aufgaben lösen müssen, miteinander diskutieren müssen, Argumente austauschen müssen und so weiter. Und als Dozent hat man die Möglichkeit, beispielsweise in Arbeitsphasen herumzulaufen, zu unterstützen, zu helfen und auch selbst einen Eindruck davon zu kriegen, was die Studierenden können, was sie leisten können, wo es Probleme gibt, um die Probleme dann wiederum in Diskussionsrunden aufzugreifen. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt letztlich diese ganze Präsenzveranstaltung strukturieren und planen muss. Und da gibt es also eine Methode, die man aus dem Schulunterricht kennt, die kann man auch jetzt hier auf die Vorlesungssituation übertragen, nämlich man fertigt eine Strukturskizze an. Man sagt, man legt vorher ungefähr fest, wie viel Zeit will ich für welche Phase verwenden, welche Aktivität soll da durchgeführt werden, welche Methode verwende ich, welche Medien brauche ich und plant sich letztlich so seine 90 Minuten Präsenzveranstaltung. So, das war's jetzt von meiner Seite als Erklärung, was Flipped Classroom und Inverted Classroom ist. Vielleicht noch ein abschließender Tipp, wenn Sie jetzt das Ganze mal ausprobieren wollen. Kein Perfektionismus. Ja? Also einfach mal loslegen. Wer gleich bei der Videoproduktion Perfektionismus anlegt, da kommt man nicht weit. Ne? Also man will ja die Videos auch von Woche zu Woche erstellen beispielsweise und man hat auch nicht unendlich viel Zeit. Also insofern einfach entspannt rangehen und auch mit kleinen Fehlern im Video leben vielleicht. Ja, also Aaron Sams drückt es so aus, do you need it perfect or do you need it by Tuesday? Das ist also ein sehr schöner Satz, der mir sehr gut gefällt, weil er nämlich genau das ausdrückt, kein Perfektionismus anlegen, sondern einfach mal starten, vielleicht auch nicht gleich mit allen Veranstaltungen, sondern mal eine Veranstaltung rausgreifen und mal langsam loslegen, Videos zu produzieren. Über einen größeren Zeitraum sammeln sich dann immer mehr Videos an und irgendwann hat man ein großes Repertoire an Videos, auf das man zurückgreifen kann. Unter diesem Link gibt es noch weitere Infos, tinyurl.com/umgedrehte-Mathe-Vorlesung, da habe ich ein paar Links gesammelt. Wer sich weiter informieren will, das ist der Link. Jo, dann wünsche ich viel Spaß beim Start mit dem Flipped Classroom und ja, würde mich freuen, wenn wir weiterhin in Austausch dazu bleiben.